Ich heiße Lukas Neibauer. Ich heiße Justin Partey. Ich heiße Eva Giesbrecht. Ich heiße Markus Lehr. Ich heiße Luis Düster. Ich heiße Lukas Pritschow. Ich heiße Emily Grabowski. Ich heiße Jamie Reimer. Ich heiße Laurenz Klatt. Ich heiße Sophie Gumnow. Ich heiße Julien Kinas. Ich bin Chrissy Tschüschkow. Mein Name ist Chris Dirksen. Eigentlich heißen wir beide Christian. Ich heiße Naomi Steinke. Ich denke direkt an Gemeinschaft und Freude mit Freunden zusammen. Volleyball. Spaß, Sport, Action und eine richtig Hammergemeinschaft. Super Wetter, super Stimmung. Ja, das sind so die ersten beiden Wörter, ja. Volleyball. Ich denke an eine Hammerzeit. Ich denke an hoffentlich gutes Wetter und eine Menge Spaß beim Zusammenspielen und Lieder singen. Gemeinschaft, Spaß. Ich denke an Gemeinschaft und an die gemeinsame Bibelarbeit und ich freue mich schon darauf. Und vor allem sehr viel Gottes Segen. Ja. Gemeinschaft, Spaß, Action. Gemeinschaft, Volleyball und ganz viele Spiele. Gemeinschaft, Sport, Essen. Ja, auf jeden Fall Sport. Und sehr gutes Essen an dieser Stelle, ein Lob an die Küche. Sportlich. Ja, ich habe mich jetzt vor kurzem für das Bibeltraining in Bernberg angemeldet. Genau, das möchte ich als nächstes machen. Zusätzlich möchte ich aber auch noch mich in der Gemeinde vielleicht ein bisschen mehr mit einklinken. Ich würde mal behaupten, das ist eine Frage, die man nicht ganz so einfach beantworten kann, aber gerade auch dieses Umfeld mit Jugendfreizeit, würde ich mal sagen, auf jeden Fall Fokus, die persönliche Beziehung mit Gott, vielmehr wieder zu stärken, ja. Der Fokus liegt gerade aktuell auf meinem Studium, das ich hoffentlich bald beenden werde, genau. Also ich bin frisch ausgezogen, dass ich so gerade so meine wirkliche ersten eigenen Schritte gehe. Also ich habe keine Ahnung, wo ich mich in 10 Jahren sehe, aber ich hoffe sehr, dass ich immer noch Teil der Gemeinde bin und vor allem noch immer die Gnade von Jesus beanspruchen darf. In 10 Jahren? Gut, das ist jetzt mal einfach nur die Sicht, die ich jetzt aktuell habe. Es kann sich auch ganz schnell ganz viel ändern, aber also in 10 Jahren würde ich schon gerne verheiratet sein, schon mal mindestens so das erste Kind vielleicht schon haben, mit meiner Familie im Haus wohnen. Und vorzugsweise wahrscheinlich den Umständen dann auch noch immer in meiner Zeit zur Kirche gehen und mal sehen, was mich da auch noch für Dienste so erwarten. Ja. In 10 Jahren sehe ich mich schon am Arbeiten an einer Grundschule, also als Lehrerin und genau. Mit 30 Jahren bin ich hoffentlich verheiratet, so Gott will und wir leben. Wer weiß, vielleicht sind dann auch schon Kinder gegeben. Am besten mit meiner Familie zusammen in einem Haus und im Leben mit Jesus. Das ist ein Video, alles gut.
mein Glaubensleben nehme ich mit. Auf jeden Fall mein Herz vollkommen nach Gott auszurichten, 100% auszurichten. Meinen Alltag neu zu gestalten, vor allem auch in Richtung stille Zeit, Erbauung selber im Geist auch. Und für den Herrn einfach mehr zu arbeiten und meinen Alltag umzukrempeln und schlechte Gewohnheiten auf jeden Fall beiseite zu lassen. Ja, wir haben ja ganz viel darüber gehört, richtige Entscheidungen zu treffen. Und da nehme ich mir auf jeden Fall mit, dass ich Gott in sämtliche Bereiche meines Lebens und die Entscheidungen, die da dazugehören, mit einbeziehe und ihn erst um Rat frage und nicht erst meine eigenen Gedanken mir mache. Dass unser Fokus immer auf Gott bleiben soll und dass auch er den perfekten Plan für uns hat. Dass man Entscheidungen mit Gott treffen sollte und dass man niemals aus eigener Hand handeln sollte. Also auf jeden Fall, dass man Gott vom ganzen Herzen nachfolgen würde, dass man auch sein Vertrauen auf ihn baut und nicht auf irgendeinen Menschen, sondern ihn allein, sag ich mal, alle seine Probleme, Sorgen auch zu ihm kommt. Ich denke, für mein Glaubensleben nehme ich am meisten mit, dass ich meinen Fokus auf jeden Fall nochmal kontrollieren muss und neu ausrichten muss in vielen Fällen und dort viele Sachen neu überdenken muss. Dass ich mehr Buße tun sollte und dass ich meinen Fokus mehr auf Jesus haben sollte. Und Als Weisheit würde ich weitergeben, sich nicht mit den Belänglichkeiten vielleicht im Alltag abzugeben und sich vielleicht über den Alltagsstress oder die Probleme, die wir momentan vielleicht immer wieder auftreten, in Nachrichten, egal wo, sich damit zu befassen, sondern auf die Ewigkeit zu schauen und dort seine Kraft zu finden und nicht in der Welt und den Blick wirklich vollkommen auf Jesus auszurichten. Ja, dass Gott auf jeden Fall einen Plan für uns alle hat, gerade dann, wenn wir vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen haben, dass wir dann immer wieder zu Gott zurückkehren können und auf den Weg, den er für uns vorgesehen hat. Dass Gott allmächtig ist und überall gleich und gerecht bewertet. Ein ungeteiltes Herz haben und vollkommen Gott sein Leben schenken und sich auch zu ihm hingeben. Überprüf deine Motive und das, was du tust. Ja, tut Buße, wenn ihr Sünden macht und glaubt weiterhin an Jesus Christus und er ist immer für euch da.